Hi, ich bin Bernie und ich stehe auf Popkultur. Klingt wie die Vorstellung in der Selbsthilfegruppe, aber nein. Ich bin stolzes Kind der 80er und habe auch das ein oder andere schöne Sammelobjekt aus meiner Kindheit zu Hause stehen. Was mir allerdings noch fehlt, ist was von den Masters of the Universe. Kleiner Spoiler. Das wird sich aber ändern. In 4 Folgen nehme ich euch mit auf meine Reise, um herauszufinden, was die Faszination dieser Marke ausmacht. He-Man steht für etwas aus meiner Vergangenheit, das ich mit Freude verbinde. Genau damit fangen wir an. Mit etwas, das mir Spaß macht. Ich bin unterwegs, um in einem Spielwarenladen nach neuen Figuren zu schauen. Ich mache das sehr oft, da ich gerne in Erinnerung schwelge. Dieses Ritual gehört mittlerweile zu meinem Alltag. Eine Reise in die Vergangenheit. Mein Weg führt mich in den Gang mit dem sogenannten Jungs-Spielzeug. Besser gesagt, in den Gang mit den Actionfiguren. Die Regale erstrahlen in bunten Farben. Alles beim Alten. Die typischen Verdächtigen. Ein paar Sternenkrieger, japanische Monster, die in Bälle gesteckt werden. Und die beiden einschlägigen Comicverlage sind auch da. Doch plötzlich zieht mich da etwas Besonderes an. Viele rote Verpackungen wecken meine Aufmerksamkeit. Als ich näher rangehe, erkenne ich einen blauen Schriftzug. Masters of the Universe. Vor mir hängt der stärkste Mann des Universums. Und mir ist sofort klar, dass ich einen Helden aus meiner Kindheit vor mir habe. He-Man. Da gibt's jede Menge Figuren. Unterschiedliche Kämpfer und Monster. Natürlich flackern Bilder aus der Vergangenheit vor meinen Augen auf und eine innere Stimme in mir brüllt: Ich habe die Kraft! Ich nehme mir eine Figur vom Haken und begutachte die Verpackung. Oben in der Ecke steht glänzend die Zahl 40. 40 Jahre Moto in Deutschland. Ich komme mir gerade echt sehr alt vor. Das kann doch nicht schon so lange her sein, dass ich mir die Cartoons angeguckt habe und mit meinen Cousins und den Figuren um die Vorherrschaft von Castle Grayskull gekämpft habe, oder? Mit einem breiten Grinsen hänge ich die Figur zurück und schaue mich noch etwas um. Wieder zurück im Auto lässt mich doch eine Frage immer noch nicht los. Wie können es schon 40 Jahre sein? So lange gibt's den Typen schon? Und es gibt immer noch Figuren dazu? Das ist doch irre. Wieder zu Hause suche ich nach Antworten. In die Suchzeile meines Browsers tippe ich ein 40 Jahre Masters of the Universe in Deutschland. Die Reise beginnt. Im Netz entdecke ich ein Feuerwerk aus Videos, Bildern und Memes. Auf eBay werden die alten Figuren gehandelt, als wären sie wertvolle Relikte. In den Tiefen der sozialen Medien stoße ich auf lebhafte Fangruppen, wo Fans ihre Liebe zu Masters of the Universe zelebrieren. Ich entscheide mich, Kontakt aufzunehmen. Und ich bekomme auch schnell eine Antwort. Damit öffnet sich ein Portal zu einer Expedition durch 40 Jahre Masters of the Universe in Deutschland. Eine Reise, die nicht nur meine Kindheitsträume wiederbelebt, sondern auch eine lebendige Community von Gleichgesinnten enthüllt. Matthias antwortet mir. Wir verabreden uns zu einem Telefonat. Es geht los. Dann ein herzliches Hallo, mein Name ist Matthias, ich bin 44 Jahre alt, bin großer glühender He-Man-Fan seit frühen Kindertagen und bin in der He-Man-Fan-Community sehr aktiv, weil ich jetzt dieses Jahr und letztes Jahr Promo-Hörspiele für Mattel gemacht habe, weil ich ein Fantreffen seit einigen Jahren mit meiner Frau zusammen organisiere und auf dem Wege jetzt auch noch so ein Markenbotschafter sozusagen für Mattel bin, da wo ich dann auch Produkte teilweise zum Vorführen bekomme, wo ich dann auch schon ein, zwei Unboxings gemacht habe und dergleichen. Also bei He-Man-Sachen ganz gut bekannt und habe auch bei der ein oder anderen Veröffentlichung in der Vergangenheit beratend oder auch ausführend mitgeholfen. Matthias hat tatsächlich schon einige Jobs als Sprecher gemacht. 2022 sprach er unter anderem den Text zur Pass the Sword-Dokumentation. Hier schildern Fans ihre ganz persönliche Beziehung zur Marke. Man kann aber auch einiges zur Entstehungsgeschichte der Meister des Universums lernen. Also, was Mattel überhaupt dazu bewegt hat, He-Man zu erfinden.
Hören wir mal rein. Spielzeugriese Mattel hatte sich Ende der 70er Jahre die Star Wars-Lizenz durch die Lappen gehen lassen und war seither auf der Suche nach einer neuen Toyline für Jungs. Wow, look at all this gear. The action's here and you got all the gear. Big Jim Sports Camper. Die Welt von Eternia wurde erschaffen. Eine Sword and Sorcery-Umgebung voller mystischer Magie und uralter Technologie. Hauptheld der Masters of the Universe, oder MOTU, wie sie gerne abgekürzt werden, ist He-Man, der stärkste Mann des Universums, der in seinem Kampf für das Gute zum Vorbild vieler Kinder wurde. Sein ärgster Feind ist Skeletor, dessen unheimliches Design mit dem Totenschädel unter seiner Kapuze mindestens die gleiche Faszination auf die Zielgruppe hat wie der strahlende Held. Dreh- und Angelpunkt in ihrem immerwährenden Kampf ist die geheimnisvolle Burg Castle Grayskull. Wer sie besitzt, beherrscht ganz Eternia. Selbstredend stehen auf beiden Seiten unzählige unterschiedliche Mitstreiter, Waffen und Fahrzeuge zur Verfügung. Abenteuer auf dem fernen Planeten Eternia. Masters of the Universe von Mattel. Findet ihr übrigens auf YouTube. Lohnt sich. Wann hast du das erste Mal was von Masters of the Universe gehört? Meine erste Berührung war tatsächlich, als ich in Vorschulkindertagen in einen Spielzeugladen ging, höchstwahrscheinlich mit meinen Eltern, aber so genau weiß ich es tatsächlich gar nicht mehr. Aber ich habe noch das Bild vor Augen, dass ich vor diesem Regal, an diesen wunderschönen Metallstangen, die da rausstehen, die Figuren alle hingen. Und ich das angeschaut habe und total fasziniert war und dann eben so eine Figur gerne haben wollte und auch eine solche Figur bekommen habe. Das war tatsächlich damals meine allererste Berührung und ich hatte dann als allererstes tatsächlich klassisch den He-Man und meine zweite Figur war dann Jitsu. Ich lüfte das Geheimnis. Ich lasse keinen durch. Ich bin dabei. Masters of the Universe. Revolutionäre Actionfiguren betraten die Bühne. Mit 14 Zentimetern Größe waren die Masters-Figuren größer als ihre Weltraumkollegen aus Star Wars, aber dennoch handlich. Übernatürlich, muskulös und mit gebeugten Armen und Beinen waren sie jederzeit bereit für Abenteuer und Kampfhandlungen jeder Art. Echte Actionfiguren eben. Masters of the Universe von Mattel. Danach wurden es dann immer mehr, weil ich dann total begeistert davon war und mit diesen Figuren eben auch wahnsinnig viel gespielt habe. Die Minicomics, die dabei waren, konnte ich tatsächlich noch nicht lesen als Kind. Also ich habe höchstwahrscheinlich meine arme Mutter damit behelligt, dass sie mir bitte sagen soll, was da genau in den Sprechblasen steht, was da vor sich geht. Und aber das war tatsächlich, das Spielzeug war mein erster Anknüpfungspunkt. Eternia bestand anfangs nur aus den aufwendig gestalteten Artworks der Spielzeugverpackung und den Minicomics. Diese kleinen Hefte wurden quasi in letzter Minute von Mattel erdacht, um den Kindern die Rahmengeschichte zu erklären. Mit dem wachsenden Spielzeugsortiment und der Einführung des Cartoons entwickelten sich die Geschichten in den Minicomics stetig weiter. Diese dienten nicht nur als Ideen für das Spielen mit den Figuren, sondern führten auch stets neue Charaktere, Fahrzeuge und Spielsets ein, um den Kaufanreiz zu steigern. Bei meiner Recherche stoße ich auf Lukas. Ja, mein Name ist Lukas. Bekannter bin ich vielleicht für den einen oder anderen unter dem Namen Toywalker. Diese ganze Helden-Barbaren-Geschichte, die habe ich tatsächlich auch aus einem wissenschaftlichen Aspekt betrachtet, da ich damals tatsächlich mal studieren gegangen bin und auch abgeschlossen habe, nämlich in Berlin. Da habe ich mich für Philosophie und Nordistik eingeschrieben und es war dann auch ungefähr die gleiche Zeit, zu der ich wieder begonnen habe, tatsächlich He-Man-Figuren zu sammeln. Du betrachtest den Muskelmann also auch aus einer kulturhistorischen Perspektive? Jetzt im Nachhinein natürlich als Philosophiestudent, da gehen einem dann so die Lichter auf, ne? So, was sind das? Sind ja alles auch irgendwelche Symboliken. Das ist ja ein komplexes Heldenuniversum. Natürlich als Kind steckst du da ja noch so drin. Du hast so diesen Abstand nicht, ne? Dass du dann daneben trittst und dich wirklich inhaltlich mit diesen Symboliken auseinandersetzen kannst. Das kam halt erst wesentlich später natürlich. Ob He-Man sie findet, seht ihr in der nächsten Folge. Begrüßen wir gemeinsam Per. Mein Name ist Per Brauner. Ich bin freischaffender Toy-Designer und Mitglied der Firma Formo. Und da machen wir auch Actionfiguren. Ich bin 45 Jahre alt und komme aus Oberhausen. Wann hast du das erste Mal von MOTU gehört? Ich denke, es war mein 6. Geburtstag.
Ich hatte davor noch überhaupt nie etwas von Master of the Universe gehört. Und als dann das Geschenk auftauchte bei mir, war ich total geflasht. Ich habe das Doppelpack He-Man Skeletor mit Kassette bekommen. Die Erinnerung, die ich noch habe, ist, dass ich quasi meinen gesamten Geburtstag vor meinem Bett verbracht habe. Ich hatte He-Man und Skeletor auf der Matratze stehen, vor meiner Bettdecke. Ich hatte die Kassette im Kassettenrekorder und habe die in Dauerschleife gehört und habe den Minicomic mir angeguckt und war absolut fasziniert. Ja, und seitdem hat mich diese Art von Spielzeug nie wieder losgelassen. Für viele Kinder schufen Begleitmedien wie die Hörspielserie von Europa ihre eigene Motu-Welt. Diese hochwertig produzierten Abenteuer mit namhaften Sprechern brachten die Fantasie der jungen Hörer auf ein neues Niveau und genießen bis heute Kultstatus. Das Hörspiel, das ist ja tatsächlich eine auch in der Welt recht einmalige Sache, die wir hier in Deutschland hatten. Und auch ein Phänomen, das sonst soweit nicht bekannt ist. Also die Amerikaner schauen da zum Beispiel immer mit einem einigermaßen verwirrt faszinierten Blick drauf, wenn wir davon anfangen. In den 70er Jahren produzierte das Label Europa Märchengeschichten auf Schallplatte. Unter der Führung von Heike Diene Körting wurden diese bereits erfolgreich vertont und verkauft. Mit der Einführung der MC, der Musikkassette, gab es plötzlich ein Medium, das günstiger produziert und somit auch günstiger an die Hörer verkauft werden konnte. Frau Körting sah für Europa eine riesige Chance. Dank ihr und der positiven Reaktion von Mattel haben wir heute 38 Tapes voller nostalgischer Minuten an Masters of the Universe-Geschichten. Aber wie kommt man auf die Idee, Hörspielgeschichten zu Actionfiguren zu machen? Heike Diene Körting, die wie gesagt ausführende Produzentin, die dann auch für Masters of the Universe zuständig war, hat dazu selbst gesagt, dass sie eigentlich diese Figuren sah und dass sie die fantasievoll und schön gestaltet, also auch fantasieanregend, spielanregend fand für Kinder und da also recht begeistert von war. Und sie dann eben gesagt hat, Mensch, jetzt kriegen die Kinder diese fantasievollen Figuren mit diesen Ideen dahinter und diesen tollen Gestaltungen. Aber jetzt bräuchten die ja eigentlich auch noch ein paar Geschichten dazu, die sie dann eben auch nachspielen können oder die ihre Fantasie anregen, was man weiter damit machen könnte. Und so wie sie es erzählt hat, ist sie damals tatsächlich als Hörspielproduzentin aktiv auf Mattel zugegangen und hat gesagt, hey, ich würde gerne für den deutschen Markt Hörspiele hier produzieren und das offiziell mit also entsprechend Lizenz, Genehmigung und so weiter machen. Und Mattel Deutschland hat damals dann gesagt, das klingt nach einer guten Idee, das ist schön, machen Sie doch mal, liebe Frau Körting. Zu dieser Zeit ging das erstaunlich einfach. Mattel war sofort mit an Bord. Mehr noch. Europa hatte alle Freiheiten, die Geschichten so zu gestalten, wie sie es für die Zuhörer für richtig hielten. Selbst die Auswahl der Sprecher. Es gab tatsächlich fast keine Vorgaben. Hier wurde eine Atmosphäre erschaffen, in der fast alles möglich war. Das ist ja nicht zu glauben. Wirklich keine Vorgaben? Irgendetwas muss es doch von Mattel gegeben haben, oder? Vorgaben gab es keine. Man hat von Mattel-Seite aus im Prinzip ein Paket mit Figuren zur Verfügung gestellt, damit der Autor, das war damals H.G. Francis, damit der das Zeug mal haptisch in der Hand hat und das mal sieht und sich das mal anschauen kann. Und dann hieß es, war nur die Einteilung bekannt, das sind die Guten und das da sind die Bösen, mach mal. Was für mich am besten funktioniert, ist erstmal die Figuren an sich, das ist ja schon visuelles Geschichtenerzählen. Selbst ohne viel Kontext, nur wenn man die Figuren hat, die sagen einem ja was. Irgendwas sprechen die in Kindern an, was Mitreißendes, was Inspirierendes. Und dann natürlich die Geschichten dazu. Kann sein, dass ich es nostalgisch verkläre, aber die Qualität der Europa-Hörspiele war natürlich absolut großartig. Die hatten ein Ensemble an Sprechern, die so gut waren, die Geschichte so gut transportieren konnten und so nachvollziehbar und nachfühlbar gemacht haben, dass das einfach eine unfassbar gute Kombination war. Man hatte Figuren, die einen wirklich erreicht haben. Man hatte Hörspiele, die einen wirklich mitgerissen haben. Und das ist, glaube ich, für mich zumindest das Erfolgsrezept gewesen. Eine weitere Säule im Nostalgieuniversum der deutschen Motoliebhaber waren die Werbehefte von Mattel Deutschland. Diese Broschüren lagen zunächst noch als Comics mit Figurenübersichten, dann als Masters Magazine mehrmals pro Jahr gratis im Einzelhandel aus. Neben den aufwendigen Dioramen der aktuell erhältlichen Spielzeuge enthielten die Magazine oft auch spannende Abenteuer.
Sie dienten nicht nur der Werbung, sondern boten durch ihre ansprechende Gestaltung einen Mehrwert. Die Magazine waren ja wirklich als Toy-Werbung konzipiert. Das heißt, da ist, was jetzt Charakterentwicklung oder Story-Development angeht, eigentlich, sind wir ehrlich, nichts passiert, sondern es ging darum, dass möglichst viele Figuren zu sehen sind, dass möglichst viele Figuren ihr Action-Feature im Kampf oder in der, wie auch immer, zum Einsatz bringen und vorführen und dann, boah, das will ich auch haben, dabei auslösen. Und dann gab es halt eine große Schlägerei um ein magisches Schwert, ein magisches Buch, einen magischen Kristall. Wir sehen, wohin das läuft. Die Helden haben am Ende dieses Artefakt wahlweise sichergestellt und versteckt, kaputt gemacht oder dergleichen. Und dann sind die Bösen wieder missmutig nach Hause gestapft und die Guten sind fröhlich nach Hause gestapft. Am Ende standen sie beisammen und haben ha gesagt und dann war das wieder fertig. Was den Bekanntheitsgrad der Marke auf ein neues Level brachte, war die Zeichentrickserie von Filmation. In Deutschland konnte man diesen anfangs leider nur eingeschränkt sehen. Was den Cartoon angeht, mit dem hatte ich lange, lange keine Berührungspunkte, weil wir einfach die Sender nicht erreicht bekommen konnten, auf denen es ausgestrahlt wurde. Ab 1988 strahlte Tele5 95 der 130 Episoden im Kabelfernsehen aus. Ich fand, die Animation war nett. Die Hintergründe, die fand ich super gut gemalt. Die Musik war auch irgendwie ganz witzig. Aber die Sprecher fand ich grauenerregend, weil ich natürlich die Qualität von Europa gewohnt war und dann die Filmation-Synchro, die ist so schlimm. Die finde ich heute noch schlimm. Ich kann es bis heute nicht wirklich gut gucken. Und die Geschichten, die waren so albern und überzeichnet, dass ich da nichts mit anfangen konnte, schon als Kind. Ich mochte das in den Minicomics. Es war alles düster, es war ernst. Da standen Sachen auf dem Spiel, da ging es um was. Und ich fühlte mich als Kind einfach von den Hörspielen und von den Minicomics wesentlich ernster genommen als vom Cartoon. Und das hat mir sehr gut gefallen. 1982 war die Rahmenhandlung grob auf Skeletors Jagd nach dem in zwei Hälften geteilten Zauberschwert reduziert. Die Cartoonserie von Filmation, die 1983 startete, verlieh der Geschichte den finalen Schliff. He-Man war die geheime Doppelidentität des träumerischen Prinzen Adam, der sich mit den Worten »Bei der Macht von Grayskull! Ich habe die Kraft!« in einen unerschrockenen Helden verwandelte. Ja, nur drei andere kannten sein Geheimnis. Man-at-Arms, die Sorceress und Orko. Die Konflikte wurden weniger durch Gewalt als vielmehr durch Besonnenheit und moralische Tugenden gelöst. Und das nicht ohne Grund. Da es große Aufstände gab, ganze Elternverbände sich formiert haben und gesagt haben, wir wollen keine Gewalt im Fernsehen für die Kinder haben, das ist zu brutal, das ist zu gewalttätig, hat Filmation, die sich sehr klugerweise einen Vertragsklausel haben einbauen lassen, dass sie die kreative Freiheit und Kontrolle haben, dass sie alleine entscheiden, ohne dass Mattel da mitredet, wie sie das umsetzen. Dadurch hat Filmation die Möglichkeit gehabt und das auch genutzt und gesagt, dann machen wir diese Serie eben sozusagen so, dass diese Verbände gar kein Futter haben, irgendwie gegen uns vorzugehen und haben gesagt, wir machen das im Prinzip gewaltfrei. Eine Actionserie mit Superhelden für Kinder, die gewaltfrei ist. Und das hat zur Folge gehabt, dass tatsächlich He-Man niemals Gewalt gegen ein Lebewesen einsetzt. Wenn er irgendwas sozusagen schlägt oder tritt, dann ist das immer entweder ein unbelebtes Objekt der Marke, ein Stein, ein Felsen, eine Wand, eine Tür oder ein Roboter. Ja, und wie hat er gekämpft? Also mit seinem Schwert gekämpft? Dann lief das so ab, dass die Schurken zu einem nicht unerheblichen Teil mit Betäubungsstrahlen zu schießen versuchten. Oder mit Strahlen, die die Bewegung beeinträchtigen, also sogar Gefrierstrahl und solche Geschichten, Versteinerung. Und He-Man hat dann sein Schwert genutzt, um diese Strahlenangriffe abzuwehren, um sie zu reflektieren. Und auch wenn er das tat, entweder ist dann niemand verletzt worden dabei, niemand getroffen worden, oder man hat eben gesehen und auch dann nochmal gesagt bekommen, so, haha, ich habe ihn erwischt, der wird eine Weile schlafen. So. Also es wurde immer klar gemacht, da ist jetzt kein bleibender Schaden entstanden. Und das Maximum, was es noch gab, war, dass He-Man mal zum Beispiel Beastman oder auch Merman am Kragen gepackt hat und sie dann weggeschleudert hat. Und auch dann war es Filmation wichtig, dass man immer gesehen hat, wo die landen. Und dass sie
unversehrt landen. Also dann ist Merman zum Beispiel an so einer Astverästelung mit seinem Brustharnisch hängen geblieben und dann hing er da oben zappelnd und konnte nicht mehr und hat geschimpft. Oder Beastman ist dann in einen Tümpel geworfen worden, in eine Matschgrube geworfen worden und ist da also auch wieder aufgetaucht raus und hat so im Prinzip und geflucht, dass er da jetzt reingefallen ist. Also das war dann immer gesichert, dass da nichts passiert. Die Masters Spielzeugserie war für Mattel ein Mega-Erfolg. Dieser basierte natürlich zum großen Teil auf dem wachsenden Sortiment an Actionfiguren, Fahrzeugen und Spielsets, die die Kinder ihrer Sammlung einverleiben wollten. Doch der Erfolg ließ auch Begleitprodukte wie Pilze aus dem Boden schießen. Zwei Comicserien wurden extra für den deutschsprachigen Markt produziert. Dazu gab es Bilderbücher von Lady Bird, ein Panini-Sticker-Album, ein 3D-Brettspiel, Malbücher, Sticker, Zauberbilder, Bettwäsche, Turnschuhe und vieles mehr. Die Masters-Marke war auf über 1000 Lizenzprodukten vertreten. Die Spielzeugserie brachte es auf 120 Artikel. 72 Figuren, 17 Kreaturen und Reittiere, 25 Fahrzeuge und Zubehöre sowie 6 Playsets. Der US-Jahresumsatz stieg damit zwischen 1982 und 86 von 38 Millionen auf unglaubliche 400 Millionen Dollar, bevor er 1987 dramatisch einbrach und das Ende der Reihe einläutete. Daran konnte auch ein ambitioniert gestartetes Kinofilmprojekt mit Dolph Lundgren als He-Man und Frank Langella als Skeletor nichts mehr ändern. Denn jenen, die Grayskull kontrollieren, wird die Macht gehören. Die Macht, die Größten zu sein. Die Macht, allmächtig zu sein. Denn mit dieser Macht ist man Meister des Universums. Die Faszination der Masters-Figuren griff nicht nur auf die eigentliche Zielgruppe über, sondern begeisterte auch viele Mädchen. Ich bin Adora, He-Mans Zwillingsschwester und Beschützerin von Crystal Castle. Mattel erkannte dieses Potenzial und schuf eine eigene Welt um She-Ra, die Prinzessin der Macht. Ich bin She-Ra! Die Rahmenhandlung, in der Prinz Adam sein Zauberschwert an seine lange verschollene Zwillingsschwester Adora übergibt, die sich damit in She-Ra verwandelt, wurde sowohl in einem Kinofilm als auch in einer eigenen Cartoonserie von Filmation vorgestellt. Ihr Hauptgegner war Hordak und dessen wilde Horde, die bereits in Form von Spielzeugen bei den Masters vertreten waren. Meine Freunde der großen Rebellion und ich versuchten mit vereinten Kräften, Etheria von den schrecklichen Mächten des Hordak zu befreien. Kurz nach dem Ende der Masters-Serie versuchte Mattel die Marke mit einer neuen Spielzeuglinie namens He-Man zu beleben, die He-Man und Skeletor ins Weltall schickte. Ich bin Prinz Adam von Grayskull. Ich kämpfe für das Gute bei der Macht Eternias. Ich, He-Man, habe die Macht! Trotz innovativer Features bei den Spielzeugen und der begleitenden Cartoonserie The New Adventures of He-Man konnte der Erfolg von Motu nicht wiederholt werden. Es sind multiple Faktoren, die da eine Rolle spielen. Also, dass der He-Man plötzlich so schmächtig war, wird bestimmt auch darin gelegen haben, dass es billiger ist zu produzieren. Das Gute gegen das Böse. Der Kampf geht weiter. Und der Kampf ging auch weiter. Und wie dieser Kampf zwischen Gut und Böse noch weiterging. Wir haben tatsächlich nur die ersten Jahre dieser unglaublichen Marke betrachtet. Da gab und gibt es noch so viel mehr. Aber bevor wir damit weitermachen, interessiert es mich, was aus den Fans von damals geworden ist. Was machen diese Menschen heute? Hat He-Man einen Einfluss auf ihr Leben gehabt? Wurde man wirklich in früher Kindheit von diesem Helden so beeinflusst, dass man heute noch nach bestimmten Idealen lebt? Welche Projekte sind entstanden? Welche Karrieren? Fans machen heute offizielle Hörspiele, Kunstwerke, Fantreffen, Conventions und sogar eigene Figuren. Und da habe ich dann erfahren, dass Toy Design tatsächlich ein Beruf ist. Ja, es ist natürlich dann schon schön, da so ein Heldenuniversum entwickeln zu dürfen. Und wir haben unwahrscheinlich viele tolle Künstler, Autoren, Designer. Also die Retrofabrik, das war von Anfang an eine Idee, alte Sachen aus der Vergangenheit, im Speziellen jetzt aus meiner Kindheit, wieder zurückzuholen. Das alles erwartet euch in der zweiten Episode von Meister des Universums. Männer, die auf Katzen reiten. 40 Jahre Masters of the Universe in Deutschland. Eine Heo-Media-Produktion mit freundlicher Unterstützung von Mattel Deutschland. Konzeption Steven Zuleger.
Redaktion: Steven Zuleger, Benjamin Brunken, Theresa Renn. Technik und Mischung: Philipp Seitz. Cover: Katharina Witt. Sprecher: Benjamin Brunken. Wir bedanken uns bei allen Beteiligten, die vor und hinter dem Mikrofon mitgewirkt haben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. So, meine Lieben, und hier kommt das. Hier kommt das jetzt. Okay. Bei der Macht von Grayskull, ich hab die Kraft. War's gut?